alle wisst, ist ja meine Freundin Kathi vegan. Geil. Und ihre Lieblingspaste, die vegane Mayonnaise, die ist jetzt mal wieder aus. Ich habe Hunger und hier ist überhaupt nichts passiert. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich wollte einfach mal neue machen und zeige euch, wie das geht. Wir brauchen dafür Sojamilch natürlich, dann Öl, Agar-Dicksaft, wir brauchen Salz, wir brauchen frische Muskaten, Senf natürlich, ein bisschen haben wir noch, und achso, Zitrone, ja, habe ich gekauft. So, und das Ganze wird zusammengemixt. Im Mixer. Hier. Startmixer. Okay, ist schon mal vorbereitet. Wunderbar. Ah, das Öl müssen wir noch abmessen. Wir brauchen nämlich 200 ml Öl. Das ist eine ganze Menge. Tja, Milliliter. Milliliter ist ja nicht Gramm, ne? Nicht immer. Hier. Das viel. Dann 100 ml Sojamilch. Darf man nicht sagen. Sojatrunk. Ne? Oder so was ähnliches. Ja, das plattert ja. Jetzt kann ich gar nicht sehen, wie viel ich da drin habe. Ja, wird schon passen. Dann einen halben Teelöffel Salz. Halb, ne? Bei Salz muss man aufpassen. Einen ganzen Teelöffel mittelscharfen Senf. Ah, schön aufhin. Und Zitrone. Zitrone. Noch ein Messer. Brauchen wir auch einen Teelöffel Zitrone. Der lässt sich so schlecht abmessen. Dann hauen wir das einfach mal hier rein. Zack. Jo, wird schon lecker ranzig. Agaven-Dicksaft. 2 Teelöffel. Yes. Schön mit Senf. Lecker. Zack. Ja, und Muskat, so dass es ordentlich krümelt. Das reicht. So, jetzt kommt Technik. Technik. Wo schließen wir das denn an? Ach, hier. Na, reicht das? Weil jetzt wird's interessant. Das Zeug wird schön verrührt. Und während es rührt, jetzt bräuchte man 3 Hände, kommt das Öl dazu. Peu à peu. Ist laut, ne? Und zwar so lange, bis es richtig dick wird. Alter, ich mache mich jetzt komplett dreckig. Ja, schmecke gut, aber sieht scheiße aus. Ist ein bisschen dünn. Was haben wir falsch gemacht? Fehlt was? Nö.
Zitrone fehlt ein bisschen vielleicht. Moment. Füllen wir ab in so ein altes Marmeladenglas. Das ist dick. So. Fertig. Also, ne, das bin ich hier. Das ist Fremdprodukt gewesen. Kühlschrank. So, da wird sich jetzt eine freuen, wenn sie nach Hause kommt. Und ihr schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat und ob ich so ein Kram hier wiederholen soll. Ich bin fertig und wasch jetzt ab. Ciao!